dann kommen wir heute jetzt hier zum letzten Kamingespräch, zum letzten Punkt vor den Food Awards. Die Jury bespricht sich schon mal vor, ihr habt ja nachher noch genug Zeit. So 5 Minuten gebe ich euch. Aber erstmal geht es jetzt los mit einem Kamingespräch. Und zwar haben wir ja schon relativ viel gehört über Influencer-Marketing und rechtliche Sachen und so weiter. Und für alles Mögliche, was ihr so gehört habt, braucht man natürlich auch Geld. Und jetzt kommen zwei Herren, die sich darüber unterhalten, beziehungsweise vielleicht auch Tipps geben, wie man überhaupt an sogenanntes Risikokapital kommt, was ja im schlechtesten Fall für den Anleger sich in Luft auflösen kann, wenn es aber gut läuft, vielleicht zu einem Millionen-Exit irgendwann führt. Und dazu begrüße ich einmal Fabio Ziemsen auf der Bühne. Er ist Founder und CEO von NX Food. Er ist, das ist ein Innovationshub für Lebensmittel, für Agrartechnik, also alles in diesem Bereich. Da ist Fabio Ziemsen der absolute Experte. Er kennt sich mit Agri-Food-Tech aus und ist eigentlich so die Koryphäe, kann man fast schon sagen. Ich soll ein bisschen... Nee, es ist aber wirklich so. Du bist seit Jahren die Koryphäe in diesem Bereich und wir haben hier schon super spannende Vorträge in den letzten Jahren gehört in dem Bereich. Und er ist Vorstandsvorsitzender des neuen Bundesverbandes für alternative Proteinquellen, BALPRO e.V. Herzlich willkommen, Fabio Ziemsen. Und er wird das Kamingespräch nicht... Ihr sollt doch mal das Feuer anmachen, Mensch, was ist denn daran so schwer? Er wird das Kamingespräch natürlich nicht alleine mit den Holzscheiten führen, sondern mit dem Head of Investment von Katjes Green Food. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Das ist Peter Dorfner. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Katjes Green Food investiert in den stark wachsenden Markt für nachhaltige Lebensmittel. Ihr habt jetzt eine knappe halbe Stunde Zeit, das ist nicht viel, aber übrigens hier zu Peter Dorfner fällt mir noch ein, diese reiche Tante, die man meistens so braucht aus Amerika, die einem so ein bisschen Geld gibt, ja, die war gestern, da ist der Mann mit dem dicken Portemonnaie, also Foodies, da ist er. Okay, gut, viel Spaß, halbe Stunde. Ja, vielen lieben Dank, Peter, schön, dass wir beiden hier zusammen auf der Bühne sind und jetzt bei dem Kaminfeuer ein Gespräch über Investment-Thesen führen können. Vielleicht erzählst du mir und dem Publikum nochmal, was Katjes Green Food eigentlich macht und warum ihr euch als Impact-Investor bezeichnet. Also als Katjes Green Food sind wir Teil der Katjes-Gruppe. Katjes ist, denke ich mal, vielen im Raum hier und auch zu Hause am Bildschirm Begriff, am meisten bekannt für die Veggie-Fruchtgummis, die schon sehr früh im Markt eingeführt wurden, 2010, seit über 10 Jahren jetzt ein Pionier in diesem Bereich. Wir als Katjes Green Foods innerhalb der Katjes-Gruppe, die europaweit als Süßwarenhersteller auftritt, der Bereich, der mit der Süßware relativ wenig zu tun hat. Wir investieren in junge pflanzliche Unternehmen, die mit nachhaltigen, gesünderen Produkten unsere Welternährung, die Ernährung in unseren Kernmärkten quasi deutlich verbessern wollen, deutlich umstellen wollen. Wir investieren Familiengeld bei Katjes Green Food. Es ist ausschließlich das Geld der Eigentümerfamilien von Katjes, der Familien Bachmüller und Fassin. Wir sind seit 2016 im Markt aktiv, haben zwischenzeitlich über 12 Investments getätigt, davon 6 in Europa und 6 in den USA. Wir haben uns auch die USA sehr aktiv angesehen, weil es für uns die Heimat ist von neuen Trends, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, gesündere, bessere Ernährung. Es ist einfach gerade die Westküste in den USA mit einem Vorreiter, hatten da ein sehr großes Ökosystem und sind da eben auch sehr früh sehr stark reingegangen, sehr stark eingestiegen. Wir investieren in der Regel, was wir sagen, Late Seed Series A. Das heißt für uns, sobald die Firmen ca. 1 Million Euro Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel oder im Online, im E-Commerce erwirtschaften und steigen ein mit ca. 200.000 bis 2 Millionen Euro pro Investment-Ticket in die jeweiligen Startups. Warum sind wir Impact-Investor? Warum definieren wir uns so? Wir achten sehr stark darauf, dass die Geschäftsmodelle, in die wir investieren, was ausschließlich wirklich Food, CPG, Consumer Packaged Goods, Startups und Fast Moving Consumer Goods, dass die neben dem kommerziellen Wert, den sie erwirtschaften, neben den kommerziellen Umsätzen, ganz spezifisch auch nach außen in die Gesellschaft was zurückgeben. Wir definieren Impact in 3 Klassen da. Einmal der
Umweltimpact, das ganze Thema CO2, Food Waste, Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch allgemein, aber auch die Bereiche soziale Innovation, dass quasi Stakeholder, Farmer, Produzenten, Lieferanten in der Wertschöpfungskette fair bezahlt werden, dass die faire Teilhaber sind am Unternehmen und ordentlich entlohnt werden, aber auch das Thema Gesundheit, dass die Produkte quasi nicht nur für die Gesellschaft besser sind, sondern auch für den Konsumenten individuell Zusatznutzen quasi zu dem, was bisher im Markt verfügbar ist, anbieten und liefern. Vielen lieben Dank, Peter. Das war wirklich nochmal ein guter Einblick, in was für euch auch vor allem die Selektionskriterien sind. Damit wir alle mal ein Bild davon bekommen, welche Firmen quasi oder in welche Firmen ihr investiert, kannst du vielleicht 2, 3 Portfolio-Companies nennen und insbesondere nochmal darauf hinweisen, zu welchem Zeitpunkt ihr eingestiegen seid, wie ihr vielleicht auch das Unternehmen unterstützt habt und wo das Unternehmen jetzt steht? Genau, also unser erstes Investment war tatsächlich die Veganz. Veganz ist von vielleicht einigen hier ein Begriff im Raum. Das ist Europas größter Anbieter von veganen Produkten, der größte Wholesaler für vegane Produkte in Europa, hat ein breites Angebot von Käseersatz, Fischersatz bis hin zu veganer Pizza, veganen Proteindrinks bis hin zu auch teilweise Bars und ein bisschen in die Süßwarenrichtung mit rein eben noch. Wir sind bei Veganz eingestiegen zu einer, 2016 war unser erstes Investment, zu einer eher schwierigen Phase im Unternehmen. Die hatten zu dem Zeitpunkt eine Planinsolvenz im Bereich der Retail-Stores durchführen müssen oder hingelegt, wie man sagt. Wir haben der Veganz in der Phase spezifisch damit geholfen, Sortiment zu rationalisieren quasi, sich zu fokussieren, sich stärker auf den Handel zu konzentrieren, haben im Bereich Packaging, Branding viel gearbeitet, versucht wirklich dieses vegane Thema mit in den Vordergrund zu stellen und diesen neuen Plant-Based-Trend, der ab 2015 in Europa sehr stark aufkam, dass sie diese Welle einfach besser mitnutzen konnten. Ein weiteres Beispiel aus der Dachregion ist die Rainforest Company. Die Rainforest Company bietet Acai-Püree, gefroren und als HPP-Bowls. HPP-Verfahren ist ein sehr, sehr vitaminschonendes Verfahren an, sehr nährstoffschonendes Verfahren in den Produkten an, die verfügbar sind, unter anderem bei der Rewe, deutschlandweit mit dem gefrorenen Püree und demnächst auch die Bowls deutschlandweit. Bei der Rewe, wie wir da unterstützt haben im Spezifischen, ist das ganze Thema der Neuproduktplatzierung. Wir sind eingestiegen zum Zeitpunkt, als nur das Püree im Portfolio da war, und haben spezifisch geholfen, eine Value Proposition zu entwickeln für die Bowl, haben am Thema Pricing, Packaging gearbeitet, das war oft eben nicht ganz klar, am ursprünglichen Logo, am ursprünglichen Packaging, wofür steht die Rainforest Company jetzt genau, was sind das für Werte, die vertritt im Hintergrund, da haben wir dafür gesorgt, dass diese Social Story einfach stärker rauskommt, ist dann auch besser quasi, wenn in ihrem ganzen Markenauftritt und ihrer Kommunikation allgemein. Ja, vielen Dank. Warum ich das nochmal genauso gefragt habe, wie ihr quasi die Unternehmen unterstützt habt, ist dem Hintergrund geschuldet, dass wir natürlich ganz viele finanzielle Investoren gerade im Markt haben, aber auch strategische Investoren. Und deinem Vortrag kann ich jetzt entnehmen, dass ihr als strategischer Investor unterwegs seid. Jetzt würde mich nochmal interessieren, ist das eine strategische Investition, wo ihr quasi die Assets, also die Stärken einer Katjes nutzt, um die Unternehmen zu unterstützen? Oder habt ihr da eine Chinese Wall zwischen euch als Investorenvehikel und dem klassischen Konzern? Genau so. Wir sind uns als Impact-Investoren an und wir da gehört auch mit dazu aus unserer Perspektive, dass man nicht nur Geld in den Markt reingibt in die Firmen, es ist genügend Geld im Markt da. Wer ein gutes Startup hat mit einem guten Geschäftsmodell, der wird auch im Food mit Sicherheit einfach an Funding kommen. Wir sehen uns auch stark quasi auch in unternehmerischen Verantwortung mit. Es ist das Familiengeld der Eigentümer von Katjes. Die haben ein sehr starkes Interesse daran, auch mit diesem Portfoliofirmen wirklich zu arbeiten. Und da hat man als Gründer auch die einmalige Gelegenheit und Chance, quasi tatsächlich mit einem Unternehmer im Mittelstand, der es geschafft hat in seinem Bereich, der sich breit auskennt in vielen Feldern, direkt über das Mentoring auch zusammenzuarbeiten, einen Sparringspartner zu haben. Wir können viele Ressourcen nutzen von Katjes, gerade im Bereich Marketing, Packaging und Branding, wo Katjes eben jahrelang schon Stärken entwickeln konnte über diesen Veggie-Vorreitertum, über andere Aspekte noch.
Katjes hat ein starkes Vertriebsteam, die können Coachings geben, gerade wenn es um Umgang geht mit dem Lebensmitteleinzelhandel, dass der richtig angegangen wird quasi. Es gibt ein Netzwerk, das Mittelstandsnetzwerk im Hintergrund, wo es Kontakte zu Co-Packern, zu Ähnlichen gibt. Es gibt aber auch ganz klare Grenzen, wo wir sagen müssen, okay, wir können nicht alles machen. Es ist in der Regel eher strategisch, weniger taktisch, wie wir einsteigen, wie wir mit den Firmen zusammenarbeiten. Und es gibt, wie gesagt, Bereiche, da suchen wir nach richtigen Partnern, die müssen auch auf der anderen Seite wieder reingeben. Gerade im Bereich Produktion funktioniert auch ein Fruchtgummi doch anders als die meisten anderen Produkte da. Genau deswegen habe ich nochmal gefragt, gerade wegen dieser strategischen Komponente, weil wenn ihr jetzt eurer Vertriebsmannschaft sagt, nimmt bitte noch unsere Produkte Huckepack, dann gibt es oftmals einen kleinen Zielkonflikt. Ist das bei euch genau die Schwierigkeit, warum ihr sagt, okay, die Salesmannschaft nimmt jetzt nicht die Produkte quasi noch mit auf den Rücken und marschiert los? Also beim Vertrieb ist es ganz einfach, es gibt ja, der Vogel kann es bestätigen, jede Kategorie hat einen eigenen Einkäufer, prinzipiell, man kennt den und in angrenzenden Kategorien ist der Kontakt eher weniger im Daily Doing, aber es muss auch an sich selber ein funktionierendes Geschäftsmodell sein. Also wir tragen niemanden über die Ziellinie den ganzen Weg. Wir helfen denen, wir geben denen unmittelbar was mit, aber sie müssen auch quasi die Fähigkeiten selbst entwickeln, einen Vertrieb aufbauen zu können. Und es ist für uns ein wesentliches Kriterium, dass sie da quasi auch das operative Know-how und die operativen, den Willen vor allen Dingen, haben es auch selber zu tun. Jetzt hast du schon so ein bisschen durchblicken lassen, was auch so ein Auswahlkriterium für Startups ist. Ihr investiert nicht in Süßigkeiten, also nichts, was quasi das Kerngeschäft kannibalisiert, richtig? Genau, tatsächlich. Also Katjes selbst im Kerngeschäft investiert auch in Startups, zum Beispiel ist Cookie Bros, die vorhin erwähnt wurden, da ist Katjes bis einer der ersten Investoren, die eingestiegen sind. Da wird auch vorangetrieben, Katjes Greenfood an sich selber schließt Süßware oder klassische Süßware, die im Kerngeschäft produziert wird, tendenziell eher aus. Jetzt für die Startups hier im Publikum, auf was achtet ihr denn jetzt, wenn ihr habt ja einen riesigen Dealflow momentan, also kommen ja tagtäglich hunderte von Startups rein, jetzt mal übertrieben gesprochen, worauf achtet ihr, also was sind eure erste Selektionswelle, nach denen ihr quasi die Targets aussucht und wie geht ihr dann strukturiert vor? Also es muss einen bestimmten disruptiven, innovativen Charakter haben. Also es muss eine Kategorie geben, die dadurch entweder neu geschaffen wird oder die dadurch wirklich disruptiv verändert wird. Kann nicht more of the same sein, auch wenn es schön ist, irgendwie einen Proof of Concept zu haben in der Kategorie, aber wir wollen wirklich First Mover in dem Bereich haben, die Themen neu denken, also quasi Themen nicht wirklich leicht anders machen, sondern disruptiv neu denken, mit neuen, frischen Gedanken reinzugehen. Okay, also das ist quasi so die erste Welle. Es muss so etwas Disruptives sein. Jetzt ist natürlich nochmal die wichtige Frage, insbesondere wenn wir uns den deutschen Markt angucken, IP versus Brand. Das heißt, es gibt ja Leute, die sagen, in Deutschland haben wir jetzt noch nicht so viel Intellectual Property im Bereich Food-Innovation, also wirklich technologisch getriebene. Wir haben aber ein paar starke Marken. Was ist für, wie haltet ihr da die Balance? So, wir sind tendenziell stärker brandgetrieben. Da wir aktiv reingehen in die Firmen und die aktiv unterstützen, in die wir investiert haben, wir kommen aus dem Brand-Hintergrund. Also wir denken Topline, IP, das ist nicht unser Home-Turf. Wir finden es interessant, wir finden es spannend, wenn Firmen neueste Technologie quasi nutzen für ihre Produkte, aber es ist nicht für uns zwingend das erste Thema, wonach wir suchen, worauf wir schauen. Ein USP kann auch ein klarer First-Mover-Advantage sein, der erste, der das Thema angeht. Es hilft auch oft, sich im Markt den ausreichenden Vorsprung zu verschaffen und eine Marke aufzubauen, bis der Wettbewerb eben so weit ist, bis etablierte Spieler im Markt mit ähnlichen Ideen eintreten. Also tendenziell sind wir wirklich auf die Marke, aufs Branding fokussiert. IP ist interessant für uns, aber es gibt andere Investoren, die stärker IP-getrieben sind, als es wir sind, als Katjes Greenfood. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ihr Seed A und Seed Investments macht. Kannst du uns mal oder den Startups hier im Kreis sagen, was man schon alles besitzen sollte, um bei euch dann quasi den ersten Termin zu haben? Wie sieht quasi die ideale Vorbereitung auf den ersten Termin mit euch aus, abgesehen, sage ich mal, von der Pitch-Unterlage oder vielleicht, was sollte die Pitch-Unterlage beinhalten, wo du oftmals siehst, das ist einfach nicht vorhanden und da ist noch sehr, sehr viel Nachbearbeitung im Markt notwendig? Also ein klassischer Pitch, also ganz klar sollten Mission und Vision von der Firma dargelegt sein. Ein bisschen muss auch geträumt werden bei dem Ganzen als Gründer. Man will ja Themen anders machen, will Dinge neu denken.
dass da schon so ein größeres Ziel da ist unter dem Produkt, auch Impact-thematisch, dass man da wirklich was erreichen will. Peter, kannst du das Mikro ein bisschen näher an den Mund rannehmen, einfach, dass sonst für die Leute im Stream ist. Es ist an eigentlich, man hört das nur so schlecht, weil du es so weit weg hast vom Mund. Also das kannst du alles so lassen. Die Technik da oben kümmert sich drum. Sprich mal näher rein und dann... So? Ja, siehst du. Korrekt. Danke. Genau, dann das andere Thema ist, dass so ein Pitch ist es gut, die üblichen Themen, sich den üblichen Standard zu halten quasi. Ein Investor reviewt viele Pitches am Tag und sollten gewisse Informationen drin sein, die man immer erwartet. So eine kurze Wettbewerbsübersicht, eine Übersicht zur Supply Chain, eine Übersicht zum Team, eine Finanzplanung. Also da, ja, vielleicht im Pitch disruptiv einsteigen, im Pitch-Deck, die Themen groß zeigen, die Innovation aufzeigen, aber auch quasi sich da in so eine gewisse Abfolge zu halten, wie es einfach üblich ist und wie sich was Investoren das Thema auch vorstellen, dass man quasi das Thema auch wirklich einordnen kann. Wenn was schwierig ist, was schwer verständlich ist für einen Investor, gerade wenn man einen tiefen Dealflow hat, geht man dann nicht direkt quasi so zwingend weiter den nächsten Schritt, wenn man es nicht sofort versteht. In der Phase, okay, verstanden, was im Grunde dort in den Unterlagen vorhanden sein muss, dass jetzt quasi die Startups bei euch an die Tür klingeln und sagen, hey, wir sind das Startup. Jetzt ist es ja so, dass ihr, du hast auch gesagt, Seed und Series A investiert. Zu diesem Stadium, wie wichtig ist da noch das Team versus Brand versus Technologie? Also wenn du die drei Kriterien hast, was würdest du sagen, ist das Allerwichtigste? Also in Seed und Series A ist aus unserer Perspektive noch das Team sehr, sehr wichtig tatsächlich. Also dass es gibt immer noch Probleme beim zweiten Produkt, Co-Packer mit verschiedenen Bereichen, wo einfach im Hintergrund die Leute da sein müssen, auf die man sich verlassen kann, wo man einfach das Gefühl haben muss, als Investor, auch wenn es nicht glatt läuft, wenn es schwierig wird, die schmeißen jetzt nicht einfach hin, weil nach der zweiten Investmentrunde und sagen, das war es jetzt für uns. Einfach, dass man den Glauben hat, dass sie das Thema wirklich groß machen können, groß aufbauen wollen. Am Ende lösen ein Team das Problem. Ein Team kann man ergänzen, man kann es verstärken, man kann mit dem Team sprechen über die Themen Brand und IP im Hintergrund. Aber es muss, wie gesagt, das Human Capital muss in der Firma da sein, am besten auf Gründerlevel, um Startup eben erfolgreich zu machen. Und da achten wir sehr stark drauf, dass wir diverse Teams haben mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Vorerfahrungen. Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass unheimlich viel Geld gerade in den Markt fließt. Also es gibt viele große bekannte Cases, wie beispielsweise Beyond Meat und auch Impossible Food etc., die dafür gesorgt haben, dass auch branchenfremde Investoren jetzt in den Markt kommen, die wahrscheinlich noch ein bisschen tiefere Taschen haben als ihr. Man muss aber dazu sagen, dass ihr eins geschaffen habt. Ihr habt es geschafft, eine sehr, sehr gute Marke aufzubauen. Ich habe jetzt erst kürzlich mit einem sehr interessanten Startup gesprochen und die haben gesagt, Mensch, wenn wir uns einen Investor aussuchen könnten, dann wäre es Katjes Green Food. Jetzt meine Frage an dich. Wie schafft ihr es, trotz des vielen Geldes, was gerade im Markt ist, noch einen qualitativ guten Dealflow aufrechtzuerhalten? Und wie schafft ihr es, auch Ziele oder Investitionsmöglichkeiten früh genug zu erkennen, ohne dass jetzt, sage ich mal, die Kollegen aus Singapur oder aus dem Valley dort stehen und schon mit den großen Checks wedeln? Also für uns ist das Thema Netzwerk sehr, sehr wichtig. Viele Startups bei uns im Portfolio wurden uns von anderen Startups, in die wir bereits investiert haben, empfohlen. Man trifft die oft immer wieder, zumindest in Pre-Covid-Zeiten, auf Konferenzen, auf Messen. Man bleibt im Austausch, bleibt im Kontakt und sieht die mit zu wachsen, man spricht oft, man spricht vielleicht lange, bevor man auch schon investiert hat, gibt ihnen mit was auf dem Weg und dann zum richtigen Zeitpunkt, wir sind ja oft nicht die allerersten, die investieren, ja, ist man wieder da im Gedächtnis bei der nächsten Finanzierungsrunde, denkt man sich, hey, da gab es mal einen Investor, für den waren wir noch zu früh damals, aber jetzt sind wir in der richtigen Phase tatsächlich, jetzt reden wir mit dem und das haben wir oft geschafft quasi, Firmen über 1-2 Jahre zu begleiten und dann, wenn es gepasst hat, von der Größe her, wie wir gesehen haben, okay, die können umsetzen, die nehmen unsere Vorschläge an, dann sind wir oft eingestiegen. Jetzt hast du gesagt, dass ihr amerikanische Investments habt und auch deutsche oder europäische Investments. Und ihr seid in Unternehmen investiert, wie beispielsweise Foodsteers, wo ein Snoop Dogg investiert ist, oder auch in diverse andere Companies, wo recht prominente Investoren mit an Bord sind. Kannst du uns, abgesehen von dem Prominenzfaktor, noch 2, 3 Punkte nennen, was vor allem amerikanische Investment von europäischen Investments unterscheidet, so wo du sagen würdest, okay, das ist im Grunde
wenn du dort in bestimmten Investitionsrunden unterwegs bist, dann ist das, fällt sich das ganz anders. Also da sitzt das Geld lockerer, man ist aber auf der einen Seite gutgläubiger. Vielleicht kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie ihr diese unterschiedlichen Märkte auch aus Investorensicht behandelt. Also es ist so im Vergleich, ich würde sagen, dass der europäische oder spezifische Dachinvestmentmarkt sehr stark getrieben ist von großen Corporates, die sehr früh im Food-Bereich angefangen haben zu investieren. Neben uns ein Döhler, ein Jägermeister, ein Oetker, ein Bitburger und viele, viele weitere, auch noch Zentis, die sich in dem Bereich, auch aus Mittelstand raus, die sich in dem Bereich engagieren zu investieren. In den USA gibt es spezifisch deutlich mehr wirklich echte Food-Funds, die Größe haben von Tech-Investment-Funds in der Dachregion, das ist eine Boulder Food Group, ein Power Plant Ventures, New Crop Capital, die wirklich im Plant-Based Better for You Ernährungsbereich eben extrem große Tickets platzieren. Und die werden eben oft von den Gründern erster Generation geführt, die ein Kokosnusswasser, einen Pflanzenjoghurt, was auch immer groß gemacht haben, verkauft haben und das Wissen jetzt quasi weitergeben. Die Industrie ist einfach ein paar Jahre voraus, was auch was Innovationen betrifft. Und dementsprechend sind es andere Strukturen, wie finanziert wird, es ist mehr Geld da, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Es wird auch deutlich stärker, die USA sind deutlich stärker datengetrieben, es gibt eine deutlich bessere Datengrundlage bei dem Ganzen. Zugriff auf die Daten, also man kann deutlich stärker analysieren, wie funktioniert ein Produkt auch granular auf regionaler Ebene, was dann eben Investoren, die allgemeine Daten mögen oder quasi gerne sich an faktischen Themen aufhängen, es deutlich einfacher macht, quasi in Kategorien einzusteigen, die sie davor nicht so gut kannten, aus der persönlichen Erfahrung her. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Foodsteers, Snoop Dogg ist bei Pickout investiert, richtig? Genau. Ne? Und Foodsteers. Genau, genau. Nee, deswegen schuldige den Fauxpas. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Indikator. Also, dass wir auch sehen, dass das ganze Thema in den USA wesentlich institutionellerer Natur ist, weil wir dort halt große Fonds haben. Ist es denn nicht so, dass wir jetzt durch gerade so einen Fall wie beispielsweise Beyond Meat, einen der erfolgreichsten IPOs der letzten Jahre, jetzt auch eine Entwicklung haben in Europa, dass solche Fonds jetzt ans Licht kommen? Ich denke da an Blue Horizon aus der Schweiz, die natürlich einen sagenhaften Job machen gerade mit Foods United oder jetzt Live Kindly. Ganz genau, also genau aus den besten Case schon genannt, Blue Horizon, sehr großer Investor in dem Bereich, auch in pflanzlicher Ernährung. Ich glaube, dass jetzt viele Food-Startups in eine Phase kommen, wo sie Geld brauchen und das Geld folgt ja immer, oder mehr Geld brauchen, als es quasi die bisherigen eher familiengetriebenen Investoren bereitstellen können, und das Geld folgt ja quasi immer den Möglichkeiten in gewisser Art und Weise. Man kann es erwarten, glaube ich, dass in den nächsten Jahren sich deutlich mehr Tech-Funds oder allgemein consumer-gut-getriebene Funds sich für Food investieren, interessieren und in Food investieren. Und dass auch vielleicht Geld aus den USA, US-Funds in Europa eigene Offices aufmachen, um spezifisch Innovationen hier quasi zu fördern und zu investieren. Jetzt hast du gerade eben, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, auch gesagt, für euch ist halt auch Marke wichtig. Die nächste Generation der Food-Produkte, in die investiert werden wird oder die auch in den Markt kommen, die hat eine wesentlich höhere Biotech-Komponente. Wie passt ihr euch quasi diesem neuen Food-Startup-Bild an, dass man auch ein Stück weit Biotech-Wissen im Unternehmen haben muss, um dort quasi ganz andere Bewertungen oder die Bewertung ganz anders zu gewährleisten? Genau, also es ist tatsächlich eine gute Frage, eine schwierig zu beantwortende Frage. Ja, die Geschäftsmodelle werden immer mehr Tech-getrieben, also der Multichannel-Ansatz wird immer beliebter, es gibt immer neue Möglichkeiten. Beispiel ist Gorillas in Berlin, innerhalb von 10 Minuten mittlerweile ausliefern. Wie passe ich meine Produkte auch an solche neuen Umfelder an? Wie passt es? Wie schaffe ich es, ein Produkt zu kreieren, was wirklich im Multichannel auch funktioniert? Das sind für uns große Fragestellungen. Tendenziell, wir sehen noch relativ lange die Chance, im Plant-Based, nicht in Biotech zu investieren, gerade was alternative Proteine betrifft. Und wir sehen auch, sind optimistisch quasi, dass wir als Investor die Value Proposition haben mit unserer Bewertungslogik, wie wir rangehen an die Themen, auch langfristig über unseren Track Record quasi uns so platzieren können, so investieren können, wie wir es für angemessen halten von den Bewertungen. Das heißt, Themen wie Cultivation oder Cultivated Meat, Cultivated Milk oder Dairy Products oder auch das ganze Thema Precision Fermentation spielt für euch jetzt momentan noch keine Rolle? Es spielt eine Rolle zu einem Zeitpunkt, sobald die Produkte im Markt haben. Also wie gesagt, wir wollen Smart Capital sein, wir wollen Smart Money sein.
wir kommen nicht aus dem Bereich Precision Fermentation oder ist noch keine Biotech-Firma, keine große. Wir sind, Kathi ist eine große Food-Marke in ihrem Bereich. Wir sind Brandbuilder und wir wollen dem mehr reingeben als quasi nur das Geld und abwarten, bis wir soweit sind, ja, tatsächlich, um dann irgendwie unterstützen zu können in unseren Kernkompetenzfeldern. Ja. Jetzt habe ich heute Morgen vom Christian Angermeier das Interview im Online-Marketing Rockstars Podcast gehört und er sagt, okay, Biotech ist eines der nächsten, das ist eigentlich das neue Internet. So, ne? Früher hieß es immer, Food ist das neue Internet. Er sagt, die nächsten 20 Jahre werden wir nur noch von Biotech reden und er investiert jetzt auch in Psychedelics. Ist das auch ein Bereich, der für euch irgendwann relevant sein wird? Gut, das ist eine gute Frage. Also in den USA ist es ja, Adaptogene sind ein großes Thema im US-Markt schon. Ashwagandha auch, hier ist es teilweise, hat man das Thema mit Novel Food oft, die Thematik, dass die EU vieles nicht zulässt. Tendenziell sind wir aktuell von unserer Investmentstrategie auch aufgrund von Covid eher Europa fokussiert oder DACH fokussiert, wo wir allokieren derzeit. Ich kann mir vorstellen, dass es ein großes Thema sein wird. Das ist ja, geht in den Bereich Personalized Nutrition mit rein, Selbstoptimierung, auch wenn das jetzt eine andere Richtung Selbstoptimierung vielleicht ist, aber definitiv könnte es ein Thema werden, vielleicht abgeschwächter Form, siehe THC und CBD, was vielleicht ein Vorreiter war, in die gleiche Richtung quasi geht. Also definitiv ja, könnte spannend werden. Das auf jeden Fall. Danke dir dafür, für die Einschätzung. Wenn wir jetzt über Food Investments sprechen und das ganze Thema, und du hast ja selber gesagt, das ist jetzt erst seit ein paar Jahren hier wirklich reingekommen. Wo unterscheiden sich aus Investor-Perspektive Food Investments von klassischen Investments, insbesondere wenn es um die Bewertung geht? Genau, so klassisch würde ich jetzt zum Thema Tech benchmarken, jetzt nicht über Asset-Klassen und nicht sagen Börse versus Venture Capital, aber vielleicht zum Tech. Ich würde sagen, es gibt mehr Zebras und weniger Unicorns. Also tendenziell werden in Food Funds die Renditen nicht jetzt von einigen wenigen Investments stark getrieben. Es ist schön, wenn man es hat, ja auch, aber es ist eher ein, es gibt nicht diesen einen großen Outlier, der das Unicorn wird, den Milliarden-Exit macht und die anderen neun fallen unten durch. Food ist aus unserer Erfahrung, aus unseren Fundanalysen eher so ein Thema, viele können solide, gute Firmen werden, vielleicht im Mittelstand, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht bleiben es auch Kleinunternehmer in ihrem Bereich und werden aufgekauft. Die wachsen langsamer, aber es ist quasi weniger volatil. Man hat quasi weniger Ausfälle, weil man hat ein funktionierendes Geschäftsmodell, man hat Produkte, zumindest im Food-Consumer-Goods-Bereich, die im Markt verkauft werden, die im Einzelhandel zu erwerben sind. Jedes Produkt, was man verkauft, ist ein Markenbotschafter, erwirtschaftet wieder Umsatz und man ist weniger darauf angewiesen, quasi ja, ständig neues Funding zu bekommen. Wenn man so organisch, solide wachsen möchte, kann man es im Food eigentlich besser hinbekommen, als das tatsächlich im Tech. Und dementsprechend sind die Volatilitäten, die Fundprofile ein bisschen anders im Food. Ja, wobei jetzt hast du natürlich die große Schwierigkeit, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, dass du halt bei den neuen erfolgreichen Food-Startups viele Asset-Light-Modelle hast. Das heißt, dass die Produktion ausgelagert ist und dass eigentlich nur die Technologie oder das Patent in der Firma als solche steckt. Wie geht ihr quasi dort an Unternehmen ran, die noch in einem sehr frühen Stadium sind, aber schon sehr dezentral funktionieren? Es ist immer die Frage genau, also wie viel Kapital ist im Markt, eine Produktion zu bauen, gerade eine HPP-Anlage oder ähnliches, ist einfach sehr kostenintensiv und da ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, sowas zu machen und was will ich machen, wo will ich hin mit meiner Firma, will ich selber Mittelständler werden, der irgendwann den Produkt selbst produziert, möchte ich verkaufen mein Geschäftsmodell an eine andere Firma, an den Co-Packer vielleicht sogar, was immer interessanter wird, das Exit quasi an Produzenten seiner eigenen Firmen zu verkaufen, wenn man eine Marke aufgebaut hat. Tendenziell in den Phasen, wo wir einsteigen, ist für die meisten Firmen nicht der beste Weg, quasi in eine Produktion zu investieren. Klar ist es, wenn wir einsteigen, ist meistens das Geschäftsmodell validiert. Es gibt eine gute Drehung in der Kategorie. Man hat es geschafft, im Handel drin zu bleiben, hat es geschafft, mit seinem Co-Packer zurechtzukommen, hat die Schwierigkeiten da überwunden. Wir setzen eher darauf, dass es diese Firmen schaffen, wirklich verstehen, quasi ja, mit Produzenten zu reden, optimalen Produzenten zu finden. Ich glaube, dass gerade der deutsche Mittelstand ein sehr, sehr gutes Angebot hat an sehr, sehr vielen, sehr, sehr breiten Lohnproduzenten. Das ist gerade hier interessant, ist, ein Startup zu gründen, was wirklich Asset-Light ist und sich auf die Marke, auf die Sales konzentriert und die Co-Packing, die Produktion quasi bei einem Lohnabfüller, bei einem Lohnproduzenten lässt. Man kann ja trotzdem Sachen mit dazugeben, zum Beispiel die Rainforest Company in unserem Portfolio. Jetzt kann ich so sagen, hat ein
Teil der Abfüllanlage mit investiert, hat sich davon ein Teil eben gesichert, um langfristig eben ein gutes Verhältnis zu dem Co-Packer auch ja, entwickeln zu können dadurch. Was ist für dich momentan der hottest Shit, wenn du jetzt so im Plant-Based-Bereich unterwegs bist? Wo würdest du sagen, Leute, guckt euch das an, das ist ein Sweet Spot? Also ich halte gerade den Bereich Fisch, also Fischersatz, für sehr interessant. Da kann noch viel gemacht werden. In den USA gab es erste erfolgreiche Pivots mit Good Catch und Ähnlichem. Nordic Ocean Fruit sah es ja heute Vormittag auch hier, oder heute Nachmittag, haben ein sehr gutes Produkt in dem Bereich. Da denke ich, ist viel drin, aber auch im Chicken. Hühnchenersatz kann eine große Kategorie werden. Ist eines der mit am meisten konsumierten Fleischprodukte weltweit. Genau, außerhalb von Plant-Based ist für uns die Themen Personalized Nutrition, sehr interessant, das ganze Thema um das Bereich Mikrobiom, Kombucha in die Richtung rein, finden wir aktuell sehr interessant. Kann es eine gute Welle geben in den nächsten Jahren, weil es gerade in Covid-Zeiten auch immer wichtiger wird, sich selber zu optimieren, gesund zu leben, alles, was auch vitaminreich ist. Das sind Geschäftsmodelle quasi, die uns aktuell sehr interessieren. Klasse, vielen lieben Dank dafür, dass du uns da nochmal einen letzten Tipp oder Hinweis gegeben hast, wo wir jetzt quasi hinpivotieren sollen und was wir jetzt quasi für Produkte entwickeln. Danke dir vielmals, Peter. Wie können dich quasi hier die Startups erreichen, wenn sie sagen, hey, wir haben uns genau in deiner Beschreibung des optimalen Zielinvestments wiedergefunden? Also einfach uns über die Website gehen und einen Pitch-Deck schicken an die Info-Ad. Sorry, das klingt jetzt sehr banal, aber ein paar sitzen im Raum, die uns schon kennen. Also wir haben euch immer relativ zügig geantwortet auf alle Anfragen. Geben uns da größte Mühen. Und ansonsten bin ich noch eine Weile hier danach. Also klasse. Einfach zukommen, genau. Perfekt. Peter, vielen lieben Dank. Und ja, dann war auch das die ideale Überleitung gleich zum Pitch. Würde ich auch sagen. Also erstmal einen Applaus für die beiden. Danke für die Insights. Peter Dorfner, Fabio Ziemsen. Danke.